So Leute, kommen wir zur Auflösung. Und zwar erstmal danke für die, die mitgemacht haben, die mitgerätselt haben, die mir den einen oder anderen Tipp gegeben haben. Und wir schauen jetzt mal nach, was es denn jetzt wirklich ist. Also, wir haben festgestellt, dass der Blinker unterschiedlich schnell geht. Ich habe euch ja gezeigt, bin ja einmal mit euch ums Auto rumgegangen. Und es kommen mehr oder weniger nur zwei, vielleicht drei Sachen in Frage. Einmal kann natürlich das Blinkrelais kaputt sein, dass es auf der einen Seite nicht funktioniert. Ist aber eher unwahrscheinlich. Wir haben aber hier, und das habe ich euch gezeigt, eine Anhängerkupplung. Und da solltet ihr immer darauf achten. Es gibt natürlich so Anhängermodule. Und da kann entweder dieses Anhängermodul kaputt sein, es kann aber noch was ganz anderes kaputt sein. Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt hier folgende Situation. Die Anhängerkupplung ist schon etwas länger dran. Und diese, ich sag mal, Zubehörkabelstränge, die werden ja in die vorhandene Elektrik reingequetscht. Um das mal so zu formulieren. Und da passiert nämlich Folgendes. Ich stelle euch mal eben hier hin. Ihr habt jetzt hier die Anhängerkupplung angeschlossen und ihr seht, dass hier diese Quetschverbinder dazwischen sind. Und das kann sein, dass diese Quetschverbinder sich irgendwann mal lösen, beziehungsweise diese Quetschung nicht aufrechterhalten bleibt. Und deswegen machen wir die jetzt mal neu. So, wir gucken jetzt erstmal, welcher Verbinder das ist. In dem Fall ist es hier das oberste Kabel. Und das machen wir jetzt mal raus. Und machen dann einen neuen Quetschverbinder zwischen. Okay, los geht's. Wir kneifen die oberste Strippe durch. Nehmen den Quetschverbinder raus. Isolieren das neue Kabel hier so ein bisschen ab. Hier machen wir das Ganze auch. Nehmen jetzt einen neuen Quetschverbinder. Machen den wieder hier rein. Den jetzt auch wieder hier rein. Machen die Steckverbindung wieder drauf. Die ist kodiert, die passt also nur einmal. Jetzt haben wir den schon mal erneuert, aber wir haben ja noch den anderen, der zum Anhängersteuerungsmodul geht. Und da machen wir jetzt auch mal einen neuen Steckverbinder drauf. So. Ja, das eine ist das Eingangskabel und das andere ist das Ausgangskabel. So, jetzt würde ich euch empfehlen, das Finale noch mal richtig fest zu quetschen. Den hier auch.
So, jetzt kommt der spannende Augenblick. Da ist er wieder. So, jetzt machen wir die Glühlampe wieder rein. Ja, Glühlampe ist wieder drin und hat wieder die richtige Geschwindigkeit. Ja, ich würde sagen, das war's in diesem Video. Ich sag bis dann, danke und tschüss.